Cinirolle, da erstmal, wann war das Interesse an dir größer? Bei deinem wahrscheinlich größten Erfolg, dem Vize-Weltmeistertitel oder jetzt am letzten Wettkampf deiner Karriere? Also definitiv beim Vize-Weltmeistertitel. Da hat mein Trainer, glaube ich, 3 Stunden auf mich gewartet an der Mixzone. Das glaubt man gar nicht und das ist nochmal... Ja, das ist nochmal ein Zacken schärfer als bei deutschen Meisterschaften, aber auch hier ist das Interesse sehr groß und es freut mich sehr, dass alle nochmal auf mich geschaut haben und auch sehen, dass es wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere war und das auch schätzen. Man hatte das Gefühl, du hast dich letzte Woche beim ISAF Indoor schon emotional verabschiedet, da bist du komplett in Tränen ausgebrochen. Wie emotional war es denn jetzt heute nochmal? Also beim ISLAF, da war es irgendwie schon ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, ob die Atmosphäre anders ist, weil die näher dran sind. Das Licht war gedämmt und es lief Time to Say Goodbye. Also das war schon sehr emotional. Und da ist mir das erste Mal, also ich habe das erste Mal realisiert. Heute konnte ich mich eigentlich ganz gut fassen. Es ist einfach beim ISLAF eine Atmosphäre, die ist einfach unbeschreiblich. Und, aber ich fand auch hier alles super, alles okay. Hat sehr viel Spaß gemacht, nochmal zu laufen und ich bin auch sehr happy mit dem Wettkampf. Wie sehr lief denn heute immer wieder mit, okay, das hier, ich gehe jetzt das vorletzte Mal in die Blöcke, okay, jetzt gehe ich das letzte Mal in die Blöcke, dann hört man es ja auch immer nochmal über den Hallensprecher. Also wie schwer war es da, sich heute wirklich nochmal aufs Sportliche zu fokussieren? Ich habe das versucht, wirklich auszuschalten, aber wie gesagt, ich bin nur ein Mensch und ich habe das natürlich auch immer im Hinterkopf und ich habe mir auch vor dem Lauf gesagt, komm, das ist jetzt das letzte Mal und jetzt gib nochmal Vollgas und ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Nachdem Pam ja schon länger jetzt aufgehört hat, du jetzt auch aufhörst, ihr hinterlasst schon eine große Lücke bei den Hürdenmädels. Machst du dir da irgendwie ein bisschen Sorgen um die Zukunft dieser Disziplin, zumindest hier in Deutschland? Also Sorgen, also da bin ich nicht für verantwortlich. Ich habe auch gerade schon gesagt, es gibt viele junge Talente und es gibt jetzt eine extreme Dichte, die ist aber leider noch ein Stück weg von der Weltspitze. Und ich würde mir wünschen, dass in 1-2 Jahren 2-3 Mädels anknüpfen können. Die Talente sind da und es sind junge Talente noch. Ja, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben an mich, dann können Sie mir gerne schreiben oder mich kontaktieren, da stehe ich gerne parat. Ansonsten wünsche ich den Mädels wirklich da sehr, sehr viel Erfolg und kann nur sagen, man muss wirklich dranbleiben und der beste Tipp ist eigentlich, man muss wirklich hart trainieren. Also man muss wirklich jeden Tag 100% geben. Wie komisch wird es dann sein, dass du es ab morgen und spätestens dann ab Montag nicht mehr musst? Erstmal gehe ich in Urlaub und dann werde ich das ein bisschen sacken lassen. Aber ich habe das wirklich gut vorbereitet. Also ich habe mich seit September damit beschäftigt, dass es meine letzte Hallensaison werden wird und ich damit dann aufhöre. Und ich denke, das ist in meinem Kopf angekommen und ich fühle mich auch mental wie auch körperlich bereit dafür. Dann wünschen wir jetzt erstmal einen schönen Urlaub und dann vor allem auch alles Gute für alles Weitere, was jetzt in deinem Leben kommt. Dankeschön, danke. Danke.